ich bin die Lena und das ist die Laura. Wir werden heute Sandwiches machen mit den Brioche Sandwich Baguettes von Ibis Backwaren. Da habe ich jetzt erstmal ein Rezept vorbereitet und zwar machen wir heute ein super mediterranes Baguette. Und das Schöne ist, das ist hier schon vorgeschnitten. Das erspart uns schon mal ein wenig Arbeit. Dann nehmen wir uns jetzt hier erstmal was. Das ist hier so ein Pesto Rosso. Das schmieren wir hier erstmal ordentlich drauf. So, so sollte das eigentlich ganz gut sein. Oder sieht doch so eigentlich ganz saftig aus. Das sieht ganz lecker aus. Und dann nehmen wir uns jetzt einmal hier Tomate Mozzarella. Und dann packen wir das mal hier auch mal ordentlich drauf. Ich bin nämlich auch eher so der mediterrane Typ. Deswegen, ich mag das ganz gerne, wenn das so ein bisschen italienisch schmeckt und so. Ich weiß, du bist eher so der klassische Typ, aber ich bin auch gespannt schon gleich auf deinen Sandwich-Variante. Und dann packen wir, damit das alles hier noch ganz frisch und gesund ist, wenig Salat drauf. Das ist natürlich auch eine gute Variante für alle Leute, die halt nicht so gerne Fleisch essen. Damit es noch ein bisschen saftig ist, kommen da jetzt auch noch ein paar Gurken drauf. So, dann nicht zu vergessen, ein bisschen Schärfe. Ich mag es gerne, wenn es ein bisschen scharf ist. Also nehmen wir uns ein bisschen Chili noch oben drauf. Dann packen wir das hier oben noch drauf. Nur ein bisschen hier, jeder wie er halt mag. Dann können wir es zuklappen und fertig ist das mediterrane Baguette. Jetzt habe ich ja schon meine Art von Baguette gezeigt. Jetzt bin ich total gespannt auf deine. Ich habe gehört, du machst eher was Klassischeres. Genau. Ja. Ich werde einfach mal mit dem Klassischeren anfangen. Lege dein Baguette hier mal zur Seite. Auch hier wieder dasselbe, das Baguette von Ibis. Schon vorgeschnitten, wunderbar. Geht ganz schnell aufzuklappen. Ja, und wir fangen tatsächlich an mit der typischen Mayonnaise. Das kommt hier einmal wunderschön auf das Baguette drauf. Man muss nicht sparen, man kann sparen. Nehmen wir uns mal ein sauberes Messer und verteilen das hier ganz schön, sodass man überall den Geschmack findet. So, und jetzt ganz entspannt fangen wir mit was Grünem an. Und legen uns das hier so schön hin. Dann machen wir weiter mit dem Käse. Einfach schön klassisch. Ein wenig Käse mit dabei. Und dieses Baguette wird nicht für die Vegetarier, denn wir nehmen uns ein wenig Kochschinken dazu. Und werden dann das Ganze mit ein wenig Gürkchen und ganz klassisch ein wenig Tomate aufpeppen. Jetzt werde ich mir jetzt mal das große böse Messer nehmen. Pass auf, dass du dir nicht in die Finger schneidest. Ja. Ja, das sieht aber schon sehr schön aus. Und das wäre dann das ganz klassische Sandwich-Baguette von Ibis.